So, jetzt geht's aber. Alter. Irgendwie ging das die ganze Zeit nicht. Ich sitze hier schon locker 20 Minuten und versuche einfach Paper Mario 2 aufzunehmen. Es ging einfach nicht. Es wollte nichts funktionieren. Jetzt geht's wieder. Einigermaßen. Alter, was ist los? So, okay, jetzt geht's auf jeden Fall wieder. Und im letzten Part haben wir hier die gute Stampfattacke kennengelernt, die ziemlich nützlich sein kann und die wir auch wahrscheinlich gut hier im Kapitel brauchen werden, was sowieso schon zackt. Aber mir wurde gesagt, erstens, dass das Kapitel zackt, aber mir wurde auch gesagt, dass ich eigentlich das Schlimmste überstanden habe, dass wir den Blasen und diese beiden Festungen zu stürmen. Schlimmer wird's eigentlich nicht mehr. So, wir können jetzt hier, haben jetzt Zutritt zu dieser Röhre, dann, ja, verschaffen wir uns einfach Zutritt und gucken uns diese Röhre mal genauer an. So. Okay, und ein Kampf. Alter, wir sind stärker geworden. Denn wir haben jetzt diese blauen Schuhe hier, da wir ja irgendwie die Stampfattacke haben. Oh, der muss weg. Oh, der muss weg. Oh Gott, muss der weg. Und ja, irgendwie machen wir jetzt mehr Schaden. Ich habe kurz bis hierhin gespielt. Dann war die Aufnahme mir einfach zu scheiße, weil nichts funktionieren wollte. Und jetzt geht's wieder so. Oh Mann. Oh Gott. Wir müssen echt mal wieder Sternenfit machen. So. Ich nehme mal einen Gumbrina. So, ich nehme mal einen Gumbrina. Oh, verdammt, ich... Ja, genau deswegen nehme ich Gumbrina. Ah, Gumbrina kann das ja gar nicht. Hier, Sternfit. Das brauchen wir jetzt unbedingt. Ein Sternpunkt. Zwei Sternpunkte, da kann man Maxi-Beben ausführen, aber das brauchen wir eh momentan noch nicht. So weit sind wir im Spiel noch nicht. Nein, 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 nein. Na, jetzt lasse ich hier wertvolle Sachen liegen. Nein, da oben war auch noch so ein... Ich verkacke hier gerade so hart. Das gibt's doch nicht, Alter. Wirf, Mario. Wirf, okay, okay. Ein bisschen konnte ich was ergattern. Immerhin wieder 7 KP für Mario. So, die Kopfnuss macht die auch 2? Okay, dann sind die wenigstens tot. Dann ist der wenigstens tot und dann haben wir Ruhe. Dann ist Ruhe im Karton, Alter, wenn der down ist. Sehr schön. Okay. So, her mit dem Herz. Oh, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. So, jetzt sind wir hier unten. Was ist denn hier unten? Hier sind auf jeden Fall wieder Büsche, die man erkunden kann. Und Gegner. Und Gegner, die ich nicht mag, vor allem. Cool, wirklich diese... Diese Attacke von dem erinnert mich immer an Mewtwo, weil er irgendwelche Strahlen dann abfeuert. Keine Ahnung. Tut das Mewtwo überhaupt? Ich weiß es nicht. So. Es war, glaube ich, auch ganz gut, dass wir jetzt Gumbrina eingetauscht haben, denn ihre Kopfnuss, die brauchen wir hier unbedingt. Da wird sie ziemlich nützlich, damit wir die Typen töten können, bevor sie ihre scheiß Schutzschild-Dingen aufbauen, wo ich immer so hart ausrasten muss. Weil das die absolute Scheiße ist, dieses blöde Schutzschild. Nein, Alter, tu das weg. Ich spiele sehr blind, das wisst ihr ja. Und ja. So, wir machen erstmal das mit der Kopfnuss weg und dann greife ich mit Mario an. Also ich muss jetzt nicht zu Ariona wechseln, das kriegen wir schon so hin. Ja, okay, sie ist down und die Blüte. Nein, ich habe das so einmal geschafft, diese Scheiße da. Das ist aber bestimmt nicht so einfach, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das einfacher, ist das Timing einfacher als gedacht? Bin ich einfach nur schlecht? Oder ist es wirklich, dass man da so selten gewinnt? Wenn ihr das wisst, viele von euch haben ja schon Paper Mario 2 gespielt, ich leider noch nicht. Aber hey, dazu kann man da sowas in Let's Plays nachholen, ne? Ich habe ja schon viele Spiele nachgeholt. Super Mario 64, hier Dingen. Pokémon Blau, was ja auch gerade läuft. So, ja, Paper Mario 2 zum Beispiel. Und noch andere Pokémon Smaragd, Randomizer Nuzlocke. Was habe ich noch blind Let's Played? Was? Ja, man kann sagen, Meilenstein war. Da gibt es auch einiges. Ja, Super Mario 3D World, das war auch blind. Half blind, daran kann ich mich noch erinnern. Das Wasser, vielleicht sollte ich mir mal das Wasser genauer unter die Lupe nehmen. Oder ist hier einfach nichts? Ist hier wieder so ein Blooper-Boss, wie bei den... Nee. Okay, das ist einmal wieder dieser Scheißfisch, der irgendwie überall ist. Oh, und jetzt habe ich ein KP verloren. Das war auch so eine dumme Aktion. Natürlich passiert da nichts, wenn ich da unten reinspringe, Mann. Ja. Ich habe auch schon einige Spiele gespielt, die auch schon so in meinen Stellen waren, die ich wenigstens kannte. Und dadurch auch vielleicht ein bisschen rumskillen konnte, ne? Super Mario World zum Beispiel. Und noch andere.
Moment mal, ich habe ja jetzt die Stampferzacke drauf und die sehen zerbrechlich aus, die Teile. Nein? Oder ist nur eins von denen richtig? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass nur einer von denen richtig ist. Oder irgendwie sowas. Das kann doch nicht sein, das ist doch jetzt hier nicht alles, oder? Du willst mich doch... Warte, da fällt mir auch ein, was auch möglich wäre. Dass wir mit Ariona rumpusten müssen. Das könnte auch sein. Dass wir die Teile irgendwie verschieben. Weil ich da sonst keine Ahnung hätte, wie ich an die Insignie rankommen soll. Ich bin so geistig behindert, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wetten, das ist die Lösung. Wetten, das ist die Lösung. So, auf Wiedersehen. Ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Ich bin verdammte Scheiße nochmal zu dumm für dieses Spiel. Ich kann alte Spiele generell nicht. Ich bin immer zu dumm dazu. Ich bin einfach zu jung für solche Spiele. Oh Mann, ich bin einfach zu spät in die Videospielbranche eingestiegen, ne? Hab richtig angefangen mit 9 Jahren, als ich 9 war, zu zocken. Da hat es erst richtig angefangen mit allem. Als ob hier jetzt nichts ist, ey. Als ob hier jetzt nichts anderes ist. Okay, die wollen, dass ich hier mit 101 Typen ankomme. Den muss ich ja erstmal befreien. Aber immerhin, dann weiß ich schon mal, wo ich hin muss, ne? Ah, als ob ich mit den Typen hier hin sollte. Aber warte, was ist denn die Röhre da oben, wenn ich da hoch die Röhre nehme? So. Die habe ich ja jetzt nicht genommen, oder? Aha! Lol. Kupio! Kannst du das irgendwie regeln? Kriegst du es von hier hin? Nee. Nee, warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. So. Nee. Oder so vielleicht. Ja. So geht's. Kupio ist noch ein Ticken hinter dem Schalter. Deshalb funktioniert das. Oh shit, jetzt wird der Bereich da geflutet. Und so komme ich an die Insignie ran. Sehr nice. Sehr schön, das zu wissen. Sheesh. Okay, ich will da jetzt noch nicht runterjumpen. Ja, erstmal gucken. Ich will mir erstmal die Insignie erstmal krallen und dann machen wir irgendwas anderes. Das sind einfach diese... Das sind einfach Blätter, damit ich hier rumjumpen kann. Okay, gut zu wissen. Wenigstens weiß ich das jetzt, ne? Na, rüber da. So, wohin bringt mich das nochmal? Ach so, ja, das bringt mich zu diesem Ort, wo ich mit 101 Typen hin muss. Dann können wir sofort wieder gehen. Aber immerhin haben wir das schon mal geschafft. Dass wir auch hier rüber, mit denen rüberkommen, ne? Ja, das ist wahrscheinlich so, damit wir mit denen hier rüberkommen. Sonst würden wir gar nicht mit denen rüberkommen. Also es war jetzt nicht total umsonst, dass wir hier vorher waren. Orden Schrumpfe erhalten. Hiermit schrumpft Mario Gegner und schwächt sie. Ordenpunkte, aber ich habe glaube ich schon Orden drin, die mir besser gefallen. Ja. Aber ich glaube, das nächste Mal, beim nächsten Level Up, tue ich wieder die Orden hochdingsen. Weil langsam wieder Orden dazu kommen, die echt nützlich sind. Der Schrumpforden, ja, mal gucken. Ah, mal gucken. Vielleicht werde ich auch wieder die BP hochtun. Weiß ich nicht. Kann ich euch noch nicht sagen. Tut mir leid. Aber habe ich hier auch schon alle Büsche abgecheckt? Ich glaube schon. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. So, aber was wir erstmal zuerst mal tun, wir gehen erstmal wieder zu unseren 101 Freunden. Ne? Oder zu unseren 101 Freund. Weiß ich nicht, wie das korrekt gesagt wird, weil ich hier so die Zahl an sich nie benutze, ne? Gut. 101 Abonnenten. Nee, Spaß.
Aber trotzdem, hier geht's ja auch noch weiter. Genau, hier geht's ja auch noch weiter. Nein, ich hab mir die Scheiße nicht gemerkt. Ach so, nee, hier ist ja das Ding zum Merken. Oh, Leute, muss ich da jetzt ernsthaft wieder hinlatschen? Das ist nicht euer Ernst. Moment mal, nee, das ist was anderes. Das ist doch die gleiche Kombo wie beim letzten Mal. Großer Stern, Mond, Pikmin, kleiner Stern, oder ist es andersherum gewesen? Lol. Wir sehen uns gleich, ich laufe da nochmal hin. Lol. Oh mein Gott, Leute, Alter. Ich habe festgestellt, das ist der Code vom letzten Mal. Nein, jetzt sehe ich's. Nein, so blöd kann man einfach nicht sein. Hier ist auch so eine Platte. Super Mario, dann können wir raus. Könnt ihr auch mal bitte runterfallen? Nee. Nein, Leute. Ich raste gleich aus. Ich raste gleich aus. Könnt ihr bitte einfach mitkommen? Oh Gott, warum fallt ihr blöden Scheißer da nicht einfach runter? Ich werde jetzt mit Ariona da jeden rund. Boah, fick dich, Alter! Mann! Mann! Junge! So, und jetzt einfach jeder runter da. Runter da! Es kann nicht sein. Warum geht ihr da einfach nicht raus, Mann? Erstens seid ihr dünn genug, um hier durchzulaufen. Zweitens geht er doch einfach raus. Nein, Alter, so blöd kann man einfach. Wisst ihr, nee. Ich gehe jetzt wieder zu dem Typ am Anfang dahin und sag ihm, er soll alle holen. Oh Gott. Ich kriege hier wieder das Kotzen, ey. Ich kriege hier wieder einfach nur das Kotzen. Und das schneide ich jetzt auch raus. Bis gleich. Geht doch da raus! Nee. Nein. Leute, nee. Das wird jetzt so lange dauern, bis ich die da raus habe. Wirklich, das mache ich offscreen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Paper Mario 2. Der ist heute ein bisschen kürzer. Ich weiß aber wirklich, ich werde die da alle rauskriegen. Wirklich, ich werde die da alle rauskratzen müssen. Ich muss die jetzt wieder mit der Blase rüberbringen. Wirklich, das zackt doch einfach nur übelst. Also, mein Lieblingsspiel kann es wahrscheinlich nicht mehr werden. Allein wegen diesem Kapitel. Es kann wahrscheinlich auf Platz 3, 2 meine Lieblingsspiele rutschen, aber Abenteuer Bowser hatte halt nie so eine Stelle, die so gefrustet hat. Deshalb, nee, weiß ich jetzt schon, das wird Mario Luigi 3 für mich nicht übertreffen. Trotzdem, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Tschüss. Fuck!